Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 26.01.2017 um 8.29 Uhr. Ich bin seit einer guten Stunde wach und warte jetzt auf Nadine. Die kommt irgendwann in der nächsten halben Stunde, schätze ich mal, vorbei, um mir die Haare in Form zu bringen. Die sind ja schon etwas lang und unförmig und schwer. Und ja, da kommt sie heute mal rumgefahren und wird mit der Schere die Frisur wieder in Form bringen oder zumindest etwas kürzer schnibbeln. Habe ich ganz gut abgepasst, denn ab morgen ist sie im Urlaub. Da hatte ich nochmal Glück. Ich habe sie irgendwie letzte Woche gefragt, Donnerstag oder Freitag. Wie sieht es aus nächsten Donnerstag? Kannst du da? Ja, komme ich rum. Und jetzt ist sie, wie gesagt, auf dem Weg, gibt noch kurz ihre Katze irgendwie ab bei Freunden und ist dann eine Woche oder so weg. Ja, wie gesagt, habe ich nochmal Glück gehabt. Und danach geht es ins Büro. Heute mache ich etwas länger, also irgendwie bis 18:30 Uhr. Danach geht's zum Sinister. Dort hole ich Karten für die Sneak Preview ab. Und ja, dann bin ich mit Julia und Christoph und ein paar Leuten im Kino. Christoph hat diesmal die Karten reserviert. Er hat irgendwie 10 Karten in Summe reserviert. 4 in der Reihe, wo wir sitzen, 6 in der Reihe, wo er sitzt. Er will mit ein paar mehr Leuten hingehen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich würde mich freuen, wenn es klappt. Und Timo hat leider vorhin eine SMS geschrieben. Nicht eine SMS, eine WhatsApp. SMS ist ja so oldschool, so wie ich. Dass er heute doch nicht kann, weil es ihm gesundheitlich nicht so gut geht und er am Wochenende auch noch arbeiten muss. Also sind wir heute zu zweit. Ich werde Julia gleich nochmal eine Nachricht schicken, damit sie das auch auf dem Schirm hat. Aber ich glaube schon, dass sie es auf dem Schirm hat. Und dann geht es heute Abend in die Sneak und wir sind mal gespannt, was dann heute gezeigt wird. Bitte nicht wieder so ein Maggie-Film. Nicht Maggie. Jackie. Nicht Maggie. Jackie Kennedy. Der war echt schwer. Vielleicht irgendwas Leichteres, eine Komödie oder ein Science-Fiction oder was auch immer. Ja, und dann bin ich irgendwann heute relativ spät zu Hause, schätze ich mal, irgendwann so um 11 und dann geht es eigentlich nur noch ins Bett. Freitag ist nochmal ein Tag voll mit Arbeit und Freitagabend werde ich von 18 bis 24 Uhr, also in Summe 6 Stunden, dann streamen auf Twitch. Das schaffe ich, wie gesagt, heute Abend nicht, wegen des Kinos. Und ich habe bei Twitch in meine Schedule und Timetable oder wie auch immer man das nennen möchte, schon reingeschrieben, was ich vorhabe zu spielen. Ich will auf jeden Fall nochmal das 10. Kapitel von Until Dawn spielen, weil ich ja gestern irgendwie 2 grobe Schnitzer gemacht habe und damit die Hälfte der Überlebenden in die Luft gesprengt habe. Das war nicht so gut und das möchte ich heute ausbügeln, nicht heute, morgen. Und danach noch ein paar andere Spiele spielen. Hearthstone habe ich, glaube ich, auf der Liste. Subnautica noch nicht, aber Overwatch zum Beispiel oder South Park Stick of Truth und so weiter und so fort. Also gibt es jede Menge Zeug, was man spielen kann, was ich auch spielen werde. Und jetzt warte ich erstmal auf Nadine, dass sie dann vorbeikommt und meine Haare in Form bringt. Ja, also dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Donnerstag und wir sehen uns morgen früh wieder und wenn ihr mögt, gerne auch morgen Abend ein bisschen länger und bis dahin erstmal eine gute Zeit. Tschüss!